1996 erfährt Edith, dass ihr über 30 Jahre lang totgeglaubter Sohn Fred gar nicht gestorben, sondern in der damaligen DDR zur Adoption freigegeben worden sein soll. Für sie bricht eine Welt zusammen. Nicht zuletzt, weil alle staatlichen Behörden sämtliche ihrer Nachfragen rigoros abblocken. Bis heute fragt sich Edith jeden Tag, was ist nur mit meinem Sohn geschehen? Dessau in Sachsen-Anhalt. Hier in der etwa 80.000 Einwohner großen Stadt an der Mulde lebt die 77-jährige verwitwete Rentnerin Edith. Tochter Dagmar kümmert sich liebevoll um ihre hilfsbedürftige Mutter. Doch in Ediths Leben gibt es seit über 57 Jahren einen großen Wunsch. Ich möchte noch mal sehen, bevor ich sterbe. Und wenn das die Möglichkeit wird, wäre es schönster werden. 1956 lernt Edith in Rostock den NVA-Soldaten Manfred Althaus kennen und lieben. Schon ein Jahr später wird ihr gemeinsamer Sohn Fred geboren. Doch zu dem Zeitpunkt sind die beiden längst kein Paar mehr. Die damals 18-Jährige ist alleine mit dem Baby und völlig mittellos. Dann musste ich mich ja um Arbeit bemühen wieder und habe meine Mutti gesagt, sie soll sich um den Jungen kümmern, solange ich keinen festen Boden habe. Im knapp 300 Kilometer entfernten Dessau findet Edith eine Beschäftigung. Es fällt ihr unendlich schwer, den kleinen Fred bei ihrer Mutter in Rostock zurückzulassen. So oft es geht, fährt sie nach Hause zu ihrem Kind. Doch ihr letzter Besuch verändert ihr Leben auf schreckliche Art und Weise. Dann habe ich von meiner Mutter erfahren, dass der Junge tot ist. Es hat mich mächtig getroffen. Fred sei an einer Lungenentzündung gestorben und anonym begraben worden. Das ist alles, was ihre Mutter der völlig geschockten Edith an den Kopf knallt. Erst die spätere Geburt ihrer Tochter Dagmar und die Heirat mit ihrem Mann Gerhard erlösen Edith aus der jahrelangen lähmenden Trauer. Den kleinen Fred vergisst die liebende Mutter jedoch nie. Ich konnte das immer nicht fassen. Ich habe hier drinnen habe ich immer gespürt, das Kind lebt. Und sie soll recht behalten. Denn über 30 Jahre nach dem angeblichen Tod ihres Sohnes Fred erfährt Edith die unfassbare Wahrheit. 1995 hatte Mutti ihre Mutter in Pflege genommen. Und da haben wir ihre ganzen Unterlagen gesichtet. Dann war die Geburtsurkunde von Fred da, aber keine Sterbeurkunde. Und da habe ich dann nachgehakt. Wo ist die Sterbeurkunde? Immer wieder, immer wieder. Und irgendwann hat sie dann die Nase voll gehabt, die Oma. Und hat dann eben gesagt am Tisch, ich sage es nur einmal, der Junge lebt und mehr wird er von mir nicht erfahren. Und das ist so geblieben, sie hat alles mit ins Grab genommen. Sofort nimmt Edith Kontakt mit dem Jugendamt in Rostock auf und erfährt dort, dass der Junge 1964 adoptiert wurde. Doch die Ämter blocken alle weiteren Fragen rigoros ab. Bis heute hat Edith immer wieder vergeblich versucht, etwas über den Verbleib von Fred herauszufinden. Julia ist meine letzte Hoffnung, die mir noch bleibt. Für die paar Jahre, die ich habe, dass ich den Jungen noch mal in die Arme nehmen kann. Deswegen hat Julia sich auf den Weg nach Dessau gemacht. Ediths Leidensgeschichte hat sie tief bewegt und sie möchte ihr und Tochter Dagmar helfen. Hallo Julia, schön, dass du mich besuchen kannst. Edith, darf ich Edith sagen? Ja. Hallo. Das freut mich. Das ist schön. Und das Dagmar, ne? Ja, ich bin die Dagmar. Hallo. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich auch. Komm mit euch rein, ja? Ja. Okay, ich gehe euch hinterher. Edith, ich bin ja hier, weil du deinen Sohn suchst. Ja. Denkst du oft an Fred? Immer. Der ist immer hier drin. Immer. Ich kann meiner Mutter das nicht verzeihen, was sie da gemacht hat. Ist es schwer für dich, drüber zu sprechen? Ja, das ist sehr schwer.
geht einfach nicht, dass man den Menschen sowas antun kann. Und ich habe sie ja auch hier noch gepflegt. Aber es ist meine Mutter in dem Sinne. Ja, aber das kann keiner nachfühlen. Das ist eine Riesenwunde. Das, was ihre Mutter ihr angetan hat, ist nicht zu verzeihen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das somit der größte Wunsch für dich ist, wahrscheinlich ja, den Fred zu finden. Ne? Ja, sehr. Das Größte, was der Mutti jetzt passieren kann, dass sie ihren Jungen endlich nach so vielen Jahren in den Arm nehmen kann und richtigstellen kann, dass sie den Jungen nicht freiwillig abgegeben hat. Dagmar und Edith, ich muss euch was Wichtiges sagen. Ich habe bereits nach Fred gesucht. Und ich habe genau die gleichen Erfahrungen gemacht wie ihr, nämlich, dass es ganz, ganz schwierig ist, bei den offiziellen Stellen und Behörden irgendwas rauszukriegen. Aber ich habe ja auch sehr viel Glück, da ich durch meine jahrelange Arbeit schon ein richtiges Netzwerk habe. Und nach einigen intensiven Recherchen habe ich herausgefunden, dass Fred in den 80er Jahren eine Frau geheiratet haben soll, die Elke Kurschus heißt. Und mit der Information habe ich weitergesucht. Und das zeige ich euch jetzt mal, ja? Julia Spur führt an die Ostsee. Hier in Rostock wurde Fred vor 58 Jahren geboren. Und hier scheint er auch nach seiner Adoption länger gewohnt zu haben. Doch Julias Tippgeber durfte ihr keine Informationen über Fred selbst geben. Einzig und allein ein Hinweis auf seine Ehefrau ist alles, was Julia hat. Ich habe herausgefunden, dass eine Elke Kurschus hier in den 80er Jahren gemeldet war. Und da ich immer noch nicht Freds Nachnamen weiß, werde ich jetzt erstmal versuchen, nach seiner Frau zu suchen. In der Hermann-Flach-Straße soll Fred mit seiner Ehefrau Elke vor 30 Jahren gelebt haben. Julia kann nur hoffen, dass sich irgendjemand an das Paar erinnert. Doch nur mit dem Geburtsnamen der Frau könnte das schwierig werden. Kurschus wohnt hier gar nicht. Hier ist Immobilienmieterwesen. Vielleicht frage ich da mal. Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich die Hausverwaltung für den Wohnblock. Kann Julia hier Hilfe erwarten? Hallo Julia Leischig. Entschuldigen Sie den Überfall. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich bin auf der Suche nach einer Frau Kurschus. Elke und Kurschus. Elke und Fred, weil das ist ihr Mädchenname. Das ist mein einziger Anhaltspunkt im Moment. Kurschus, nein. Sind Sie hier schon lange in dem Haus? Seit 98. Okay, dann höre ich mich hier einfach um und versuche, mit den Leuten ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Ja. Alles klar. Ganz herzlichen Dank. Bitte. Ja, tschüss. Vielen Dank. Hallo, ich bin hier oben. Ich habe eine Frage. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Hallo, Entschuldigung. Ich suche ein Ehepaar, wo ich leider nur die Vornamen weiß. Elke und Fred. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Sie wohnen noch nicht so lange hier wahrscheinlich. Doch, aber ich kenne die Nachbarn nicht vom Namen her. Okay, alles klar. Dankeschön. Tschüss. Da ist niemand. Und zwar habe ich nur den Vornamen, ein Ehepaar. Ach Quatsch, ich brauche einfach nur Hilfe. Ja. Elke und Fred, die müssen hier im Nachbarhaus gewohnt haben. Ein Ehepaar, er müsste jetzt Ende 50 sein. Ja, das kann sehr gut sein, aber wir wohnen erst seit 2010 hier. Alles klar, herzlichen Dank, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ja, Mensch. Sie sehen doch toll aus. Ja, gut, danke schön. Tschüss. Viel Erfolg. Danke. Gut, dann höre ich mich jetzt mal in der Nachbarschaft um. Oh, da kommt jemand. Entschuldigung, ich bräuchte Ihre Hilfe. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Elke und Fred, sagt Ihnen der Name irgendwas? Sie ist eine geborene Kurschus? Nee, sagt mir nichts. Okay, dann gucke ich weiter. Kann ich nicht helfen. Dankeschön.
Oh, Postbotin ist immer gut. Hallo. Hallo. Ich suche jemanden. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Mhm. Ein Ehepaar, was hier mal gewohnt haben muss. Momentan habe ich nur die Vornamen Elke und Fred. Ach Gott. Ja. Gar keinen Nachnamen. Nur ein Geburtsnamen von ihr, Kurschuss. Aber Elke und Fred, er ist Ende 50. Nee, das sagt mir gar nichts. Ach, das wäre es jetzt. Gesagt. Ja, ich weiß, wo die sind. Nur den Vornamen. Ist schwierig, ist schwierig, ne? Da kommen ja. Sie auch nie weiter, nein. Ne? Sehen Sie. Tschüss, schönen Tag noch. Tschüss. Julia gibt die Hoffnung nicht auf. Hier in der Siedlung leben mehrere tausend Menschen. Doch in unmittelbarer Nachbarschaft zur alten Adresse kennt niemand die ehemaligen Mieter. Sagt ja. Ihnen gar nichts. Ich mach zwar auch viel Ahnenforschung, ne, aber sagt mir gar nichts. Ich mache auch Ahnenforschung. Dann höre ich mich weiter um. Dankeschön, ne? Tschüss. Tschüss. Sie brauchen gar nicht weiter zu sprechen. Wir sind erst hierher gezogen. Ah. Außer meiner Schwester und ihre zwei Bekannten kenne ich noch. Oh, alles klar. Leid. Dann einen guten Start hier. Ja, tschüss. Danke. Elke und Fred? Ich überlege gerade. Ich glaube, da waren noch. Aber nicht Kurschuss. Nee. Althaus. Althaus, ja, hießen sie. Althaus. Ja. Althaus. Althaus hießen sie, ja. Elke und Fred Althaus. Elke und Fred Althaus. Die haben mal hier gewohnt, also schon lange, lange her. Lange Jahre her. Ich müsste den ganz dringend finden. Wissen Sie denn, wo die jetzt leben? Nee. Das kann klingen. Also die sind damals vor 15, 20 Jahren weg. Ja. Und wohin, das wissen wir leider nicht. Wissen Sie denn sonst noch irgendwas, wo er gearbeitet hat oder so? Nee. Gut, herzlichen Dank für den Tipp. Und viel Erfolg wünschen wir. Dankeschön, ja, alles Gute. Tschüss. Althaus? Dieser Name kommt Julia bekannt vor. Und sie hat einen Verdacht. Sofort sucht sie ihre Unterlagen heraus und tatsächlich. Ich bin jetzt wirklich verwirrt, denn Althaus ist der Nachname von Freds leiblichem Vater. Entweder ist das ein Riesenzufall oder der Vater hat Fred zu sich geholt. Ich muss unbedingt rauskriegen, was dahinter steckt. Du bist jetzt auch überrascht. Ja. Und ihr habt darüber nie irgendwas erfahren? Nein, von niemandem. Nie. Ich habe dann mit der Information und mit dem Nachnamen weitergesucht. Und das zeige ich euch jetzt mal, ja? Julia macht sich umgehend auf den Weg zum Rostocker Einwohnermeldeamt. Endlich kennt sie nun auch Freds Nachnamen. Und mit dem hofft sie hier, eine Auskunft über seinen aktuellen Aufenthaltsort zu bekommen. Wen suchen Sie? Es geht um einen Fred Althaus, geboren am 9. Oktober 1957. Wenn es stimmt, was die Nachbarn gesagt haben, hat Ediths Sohn Fred Rostock schon in den 90ern verlassen. Dass das Einwohnermeldeamt nach so langer Zeit noch einen Eintrag findet, kann Julia nur hoffen. Also normal habe ich nichts, aber im Archiv habe ich jetzt noch was gefunden. Haben Sie? Das ist schon etwas länger her. Ja. Er wohnt also nicht mehr in Rostock. Und ist da auch eine neue Adresse vermerkt? Ja, wir haben eine neue Anschrift. Ob die noch aktuell ist, weiß ich natürlich nicht. Ach, sehr gut, Frau Winter. Würden Sie mir das ausdrucken? Das drucke ich Ihnen gerne aus. Mit Adresse? Mit Adresse. Mit wunderbar. Adresse. Das wäre ja ganz toll. Sieht gut aus. Berg Neustadt, das ist bei Gummersbach. Ich glaube, ich habe eine ganz heiße Spur. 2 Tage später. Julia ist auf dem Weg nach Berg Neustadt, östlich von Köln. Hierhin, ins Bergische Land, soll Ediths Sohn in den 90er Jahren verzogen sein. Ob er nach all den Jahren immer noch hier wohnt, ist ungewiss. Doch die Adresse, die Julia vom Einwohnermeldeamt erhalten hat, ist ihre einzige Spur. So, da ist die 27. Vielleicht kommen wir gerade dem Ziel näher. Da sind die Klingeln. Also Althaus steht da jetzt nicht dran. Da klingelt es mal irgendwo. Hallo. Oh,
Oh, Entschuldigung, dass ich Sie störe. Hallo. Kein Schreckring. Hallo, ich bin die Julia. Hallo. Guten Tag. Ich habe jetzt hier einfach geklingelt, weil ich jemanden suche, der hier im Haus wohnen soll. Und zwar Althaus, Fred ja, Althaus. Fred, ja. Aber da steht nichts am Klingelschild. Nee, der wohnt ein paar Blocks weiter. Der hat früher hier oben gewohnt. Aber der hat hier im Haus gewohnt? Der hat hier im Haus gewohnt. Das ist mein bester Freund. Sie kennen ihn? Ja. Wirklich? Ja, sicher. Ich bin auf der Suche nach ihm. Ja, komm mal rein. Dankeschön. Komm ich einen Moment mit rein. Und Sie sagen, Sie sind befreundet mit ihm? Ja, seit 16 Jahren. Ach, schön. Er kommt mir immer helfen, er badet mich. Wirklich? Ja. Die Frau macht mir einen Haushalt hier. Oh, da unterstützen die Sie. Ja. Das braucht man auch, ne? Ja, das war. Das hört sich also so an, als wäre der Fred ein netter Mensch. Das ist er auch. Ja, ich komme sozusagen aus seiner Vergangenheit. Es gibt jemanden, der ihn schon ganz lang sucht. Ich würde da aber ganz gern erstmal mit ihm persönlich drüber sprechen. Ja. Also meinen Sie, wenn ich da klingel, der haut mir nicht gleich die Tür vor der Nase zu? Nee. Bestimmt nicht. Nein. Okay. Dann versuche ich das einfach jetzt gleich ja, mal. Drei Blocks weiter, welche Nummer ist das dann? In der 7. In der 7? Ja. Alles klar, mache ich mich sofort auf den Weg. Und ja. Sie verraten mich aber noch nein, nicht. Nein, nein. Dankeschön, Herr Meier. Alles Gute, ne? Ja, dankeschön. Da ist die 7. Althaus? Ja. Elke? Ja. Hallo. Komm. Ich bin auf der Suche nach Fred Althaus. Bin ich hier richtig? Ja. Ja? Ist mein Mann. Dürfte ich wissen, ob Ihr Mann am 9. Oktober 1957 geboren ist? Ja. Und 1964 ist er adoptiert worden? Ja. Ist der da? Nein. Meinen Sie, wir können uns mal unterhalten? Ja. Ja? Dann ja. Würde ich einfach mit reinkommen? Ja, gut. Ja? Ja. Dann komme ich mit, das nicht. Elke, ist das denn in Ordnung, wenn wir du sagen? Ja, klar. Ja? Okay. Elke, ich bin hier, weil es jemanden gibt, der den Fred sehr, sehr vermisst. Kannst du dir vielleicht denken, wer das sein könnte? Nein. Ich bin hier, weil seine Mutter nach ihm sucht. Seine Mutter. Seine leibliche Mama. Mhm. Nee, ne? Mhm. Er hat ja seine Mutter nie kennengelernt. Nein, er kennt sie überhaupt nicht. Ihm wurde nur gesagt, dass er von einem Krankenhaus ins Heim kam, wo er geboren wurde. Und mehr weiß er gar nicht. Er heißt ja Althaus mit Nachnamen. Ja. Das heißt, es gab dann Kontakt zum leiblichen Vater? Ja. Der Vater, der hatte den Fred aus dem Heim geholt. Aha. Und hat er dann geheiratet. Und die Frau hat den Fredi dann adoptiert. Also er ist bei seinem leiblichen Vater aufgewachsen? Ja. Was würde das deiner Einschätzung nach Fred bedeuten, Kontakt zu seiner Mutter zu haben? Sehr viel. Er möchte schon wissen, wer sie ist und wie sie ist. Und ob er auch Ähnlichkeit hat mit ihr. Wo ist Fred jetzt gerade? Der ist auf Arbeit. Aber der müsste nächste halbe Stunde müsste er kommen. Ja? Ja. Das heißt, ich kann hier bleiben und auf ihn warten? Ja, sicher. Na. Ich freue mich jetzt sehr. Vielen Dank, Elke. Ich hab zu danken. Das ist eine freudige Nachricht. Toll. Ich hab Fred gefunden. Klasse. Gut. Wir haben dann zusammengesessen und gemeinsam auf deinen Sohn gewartet. Wir gucken weiter, ja? Ja. Oh, jetzt kommt der. Geh mal hin. Hallo. Ups. Ups. Hallo, Fred. Eine Überraschung zu Hause. Ja. Du bist Fred. Ja. Hallo, ich bin Julia.
Ich kenne sie vom Fernsehen. Ja. Wenn du die Sendung kennst, dann weißt du ja, dass es immer um ganz wichtige Dinge geht. Ja. Meinst du, wir könnten uns zusammensetzen? Und dann erkläre ich dir alles? Mhm. Ja? Schon, ja. Dann reden wir. Ich freue mich. Muss ich drücken? Oh. Dein Sohn war auch sehr aufgeregt. Ja. Der konnte sich ja schon ein bisschen denken, dass es um was Wichtiges geht. Und deswegen haben wir miteinander geredet und er hat mir erzählt. Und das zeige ich euch, okay? Ja. Fred, ich bin hier, weil deine leibliche Mutter nach dir sucht. Die vermisst dich sehr. Kannst du mir sagen, was dir diese Neuigkeit bedeutet? Viel. Sehr viel. Aber ich kenne sie ja so gar nicht. Nur vom Bild. Fred, was weißt du denn über deine Geschichte? Ich war im Kinderheim. Bis 3 Jahre. Dann hat mich mein Vater rausgeholt. Bin ich dann bei ihm soweit aufgewachsen. Fred, für mich war das ja eine Überraschung, herauszufinden, dass du dann zu deinem leiblichen Vater gekommen bist. Hat dein Vater dir dafür irgendeine Erklärung gegeben oder habt ihr geredet miteinander? Darüber gar nichts. Nichts. Wurde alles totgeschwiegen. Wie war denn das Verhältnis zu deinem Papa? Das war gut. Sehr gut. Ich hab viel unternommen, wenn er frei hatte. Bis zu dem Unfall, den er hatte, mit 13. Du warst 13? Ich war 13, da habe ich ihn verloren. Nach der Nähe im Koma ist ihm wieder gekommen. Dann hast du sozusagen da in deinem Gefühl beide verloren gehabt. Mhm. Mama und Papa. Was bleibt, ist, dass deine Mutter alles versucht hat, um dich zu finden. Und sie hat vor allem auch eine große Unterstützung gehabt. Kannst du dir denken, wen es da noch geben könnte? Ich könnte mir vorstellen, dass sie noch Kinder hat. Genau. Du hast eine Schwester. Ach, eine Schwester, das ist mal was Feines. Ich habe ja nur Brüder. Und da ich natürlich mir auch denken kann, dass du gern sehen möchtest, wie sie beide aussehen, habe ich dir Bilder mitgebracht. Fred, das ist deine Mama. Die sieht süß aus. Ein schönes Bild. Das ist deine Schwester Dagmar. Hab ich auch eine Schwester. Wie wirkt sie auf dich? Sympathisch. Was würdest du machen, wenn du deine Mama jetzt sehen würdest? Erstmal im Arm nehmen. Nie wieder loslassen. Und es hoffen, dass wir es schaffen. Noch ein paar Jährchen. Uns dann sehen. Hallo Mutti. Hier ist dein Sohn Fred. Ich hab dich sehr vermisst. Bin froh, dich endlich zu sehen. Wir haben viel zu erzählen. Ich habe gerade erfahren, dass ich eine Schwester habe. Also Dagmar, ich habe euch beide lieb und freue mich, euch zu sehen und in die Arme zu nehmen. Bis bald. Danke, Julia. Danke. Damit hast du meiner Mutter den größten Wunsch ihres Lebens erfüllt. Oh, das freut mich so. Edith, jetzt müssen wir uns aber alle bisschen parat machen und die Tränen abtrocknen. Weißt du warum? Steht schon unten, ne? Der wartet auf dich unten. Das fasse ich nicht, ey. Das ist ein Weihnachten, oh, Geschenk. Wir sind ein. Dankeschön. Sehnsüchtig erwartet Fred seine Mutter bereits. Sein ganzes Leben lang waren die beiden getrennt. Nie hat er sie bewusst gesehen. Und nie hat er geahnt, dass er noch eine Schwester hat. Nach über 57 Jahren können sich die drei endlich in die Arme schließen.
Jetzt ist es endlich soweit. Nach ganz vielen Jahren kommt da dein Sohn Fred. Immer bei meinem Herzen, immer, jeden Tag. So, komm, was drin gedacht. Meine Schwester. Hallo, mein großer Bruder. Endlich wieder mit dir kämpfen. Ach, Mensch, Junge. Da musst du so viel Zeit vergehen. Wir lassen uns nicht mehr los, ne? Nee. Ah, Julia, du bist mich super. Sehr. Oh, ich darf einmal in die Mitte. Dankeschön. Ganz lieben Dank. Ganz viel Unrecht widerfahren, aber ich hoffe, dass jetzt alles gut werden kann. Alles Gute für euch. Danke. Endlich hat Edith ihren totgeglaubten Sohn Fred wieder. Jahrzehnte voller Lügen und verzweifelter Suche nach ihm haben ein Ende. Es gibt viel zu erzählen, viel nachzuholen. Nichts und niemand in der Welt wird sie jetzt wieder trennen können.